Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmkritik auf diesem Kanal bzw. zu einem weiteren DVD-Review. Und heute haben wir wieder eine Hardbox vorliegen, und zwar eine kleine Hardbox aus der von mir sehr geschätzten Reihe Trash Collection, und zwar Halloween Night Satan lebt aus dem Jahre 1988 von Jack Mundra. Keine Ahnung, was er noch gemacht hat, aber ich glaube nicht wirklich irgendwas Bekanntes. Wobei dieser Film auch nicht wirklich bekannt ist. Aber er erschien jetzt halt, wie gesagt, als Nummer 153 schon in der CMV Trash Collection in einer limitierten Auflage von 99 Stück. Ich habe ja halt die 39, aber diese Auflagen sind mir persönlich eigentlich nichts wert. Im Englischen heißt er Hack-O-Lantern. Keine Ahnung warum. Das ergibt eigentlich nicht besonders viel Sinn. Also finde ich den Namen Halloween Night schon wirklich passender gewählt. Was heißt passender? Also der hört sich irgendwie besser an als Hack-O-Lantern. Keine Ahnung. Mit dem deutschen Beititel unter anderem auch manchmal Satans Wiedergeburt. Okay, das passt schon so ein bisschen besser. Das Cover sieht einfach richtig, richtig schön aus. Es ist so schöner 80er Jahre Horror-Trash, der auch, glaube ich, ehrlich gesagt nicht ganz ernst gemeint ist. Und wenn er doch ernst gemeint ist, dann weiß ich nicht, was die Leute da am Set sich gedacht haben bei manchen Sachen. Und vielleicht später mehr. Das hier ist auch nicht das Originalcover. Ich glaube, da hat CMV Laservision sogar ein ganz neues Cover gemacht. Oder zumindest eines benutzt, was damals weniger benutzt wurde. Denn die anderen Cover, die damals zum Beispiel auch auf der VHS benutzt wurden, die sahen bei weitem nicht so cool aus. Und ganz ehrlich, dieses Cover hier macht viel mehr Lust auf diesen Film. Und ja, lässt ihn am Ende, glaube ich, auch besser darstellen, als es dann tatsächlich ist. Aber das ist bei dieser Art von Cover ja sowieso immer so. Oder oft so zumindest. Und auf der Disc haben wir das halt auch ganz normal. Ist also nichts Besonderes. Ja, und das ist ja ganz normal aufgebaut, wie immer. Wir haben auch einen Audiokommentar von einem Produzenten, vom Regisseur und so weiter. Wir haben Bildergalerie. Wir haben jetzt eigentlich hier leider keinen Audiokommentar. In der letzten Zeit habe ich mir einige Audiokommentare aus der Trash Collection angehört, und die sind tatsächlich immer ganz lustig. Das macht wirklich Spaß, die sich da anzuhören. Hier ist aber jetzt halt leider keiner dabei. So, aber ich weiß auch nicht, ob Audiokommentare so beliebt sind. Keine Ahnung. So, das ist ganz normal aufgebaut, und man sieht schon, es geht um einen Satanskult, um einen sehr, sehr schlecht gemachten Satanskult, der mit ein paar Faschingsklamotten und so ein paar wirklich schlechten, billigen Plastikrequisiten an den Teufel oder was auch immer. Ich glaube, es wird nicht explizit gesagt, dass es der Satan ist. Aber es wollen halt irgendeinen Dämonen, weiß ich nicht, sie beten irgendeinen Dämonen an. So, worum geht's denn? Ja, das ist eigentlich schnell gesagt. Also, der Großvater, der sehr, sehr seltsam ist und auch komisch lacht und allgemein komplett verrückt wirkt, der will seinen Sohn dazu nutzen, er will ihn beziehungsweise schon als Kind, schon seit er ein kleiner Junge ist, will er seinen Enkel in den Satanskult einführen, denn er halt leid, und er will ihn da halt so von klein auf da irgendwie, dass er da drin ist irgendwann und dass er irgendwann diesen Satanskult übernimmt, so habe ich das jetzt zumindest verstanden. Ja, und dann Kampf zwischen Gut und Böse, erbitterter Kampf zwischen Gut und Böse, Schlag auf Schlag, ja. Also es liest sich jetzt hier so, als ob das irgendwie, keine Ahnung, Okkulthorror oder sowas wäre. Das ist es aber weitem nicht. Es ist wirklich ein trashiger 80er-Jahre-Horror-Slasher-Film mit einigen Splatter-Effekten. Die sind durchaus gut. Da wird mit einer Schaufel der Kopf zerteilt oder sowas. Da wird jemand mit einer, das sieht man auch hier oben, da wird jemand mit einer Hacke irgendwie erschlagen und so weiter. Also die Splatter-Effekte sind durchaus ganz gut gelungen. Die schauspielerischen Leistungen sind manchmal sehr, sehr absurd. Es gibt auch einige Szenen, zum Beispiel so eine Musikszene, wo irgendwie eine Band auf einmal ist, ohne Grund. Ich weiß jetzt nicht, warum die auf einmal da aufgetaucht ist. Also es gibt einige Szenen, die völlig sinnlos sind und die völlig komisch sind. Die schauspielerischen Leistungen sind schwach, aber für mich war es dennoch ein überraschend unterhaltsamer Trash-Horrorfilm, insofern man Trash überhaupt mag und insofern man sich so eine Art von Film überhaupt geben kann. Hier muss man sein Intellekt, glaube ich, ganz weit runter skalieren, dann klappt das. Einfach nicht drüber nachdenken und so ein bisschen kurzweilige Unterhaltung, weil der Film geht ja auch gerade mal 1 Stunde 24 und den kann man sich dann eigentlich ganz kurz anschauen. Und insofern bietet der nette Effekte, ein bisschen 80er-Jahre-Charme, ganz gute Atmosphäre, und der CMV hat natürlich hier wieder eine wunderbare VÖ gemacht mit einem wunderbaren Cover und so weiter. Also, ich habe mir den hier bei Preis Media geholt, im Rabatt, in der Rabattaktion. Da ist ja irgendwie immer Rabattaktion für 10 Euro. Und für 10 Euro kann ich mich da wirklich nicht beschweren. Ja. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Film fandet. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.